Bei der Familie Pocher dreht sich derzeit alles um das Thema Baby. Amira wünscht sich ein drittes Kind, doch wird Oliver Pocher der Vater sein? In der neuesten Podcast-Folge von Amira und Oliver Pocher geht es um erneuten Nachwuchs. Für den Comedian wäre es das sechste Kind, für die ehemalige Let's Dance-Kandidatin das dritte. Doch der freche Deutsche verwundert mit der Frage, ob das Kind überhaupt von ihm wäre. Hängt etwa der Haussegen bei den Pochers schief? In der einen Minute geht es noch um ein weiteres Baby, doch der 44-Jährige ist sich bei der Vaterschaft nicht sicher. Aber nun von Anfang an, im Gespräch stellt sich heraus, dass der RTL-Moderator ein Orakel sein soll, zumindest nennt ihn seine Ehefrau so, Oli, das Orakel, du sagst echt immer sehr, sehr vieles voraus. Das ist schon fast gruselig. Daraufhin stellte der Komiker klar, was heißt Orakel, ich weiß einfach Leute in gewisser Form einzuschätzen. Es ist auch nicht immer richtig, aber ich kann dir sagen, wie lange eine Beziehung laufen könnte, wann jemand schwanger wird, wie das beruflich weitergeht. Amira will ein drittes Kind. Da muss Amira einfach die Frage stellen, werde ich nochmal schwanger? Was sagt das Orakel? Oliver Pocher ist sich sicher, du wirst nochmal schwanger. Doch der Zeitpunkt scheint auch für das Orakel eher ungewiss zu sein, bevor du 35 bist. Zufrieden ist die 29-Jährige mit der Antwort nicht, das ist ja lange. Ich würde schon früher nochmal loslegen. Pocher witzelte daraufhin, die Frage ist, bin ich dabei oder nicht? Daraufhin fingen sie beide laut an zu lachen, doch dann stellt die Deutsche klar, dass sie offen für ein weiteres Kind sei, doch sie zurzeit einfach genießen möchte, dass ihre beiden Kinder durchschlafen. Fans dürfen sich schon einmal freuen, denn dann stellt die zweifache Mutter klar, ich will auf jeden Fall noch ein drittes Kind.